So, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an das aktuell Tier 1 Top Deck überhaupt. Scaminator gegen Tess. Ja, Tess sieht man wenigstens auch schon mal. Ja, The Epic Storm. Wie auf der anderen Seite haben wir Scaminator, also blau-schwarz Scam mit einem Reanimator Splash. Schönes Deck. Sehr, sehr, sehr sexy Deck. Hier sogar mit dem Scam-Star, wenn ich es richtig sehe. Das ist halt immer broken. Wir können jetzt mal einmal ganz kurz, also ich glaube, es hieß Elemental Evoke oder Rakdos Evoke oder so in Barcelona. Evoke/Reanimator, ne? Nee, wir durften es ja nicht Scam nennen. Achso, ja, da war ja was. Weil Wizard of the Coast den Namen Scam nicht mag. Wo das herkommt, manchmal fragt man sich ja, wo die Namen herkommen. Naja, das fühlt sich an wie Scam. Wenn man einfach eine Starthand hält, der Gegner zerpflückt die so schnell in der ersten Runde, dass keiner von ihnen irgendwie mehr Spaß hat. Das fühlt sich dann nach Scam an. Ja, was ist der zweite Spell von unten? Das ist eine 4-Mana-Enchantment. Für ein rotes, ein blaues, ein grünes und ein farbloses. Immer wenn du einen Zauber spielst, darfst du 2 Karten ziehen. What? Ja, das ist eine sehr alte Karte aus Ikoria, die halt nicht gespielt wurde. Bis halt jetzt tatsächlich Dinge kamen. Hier die lustigen... Habe ich vergessen, eine Karte zu ziehen? Ich weiß nicht. Die lustige Siege Demirer. Ach so. Die raussucht und danach... Ja, wenn du schon ein bisschen was auf der Hand hast, ne? Ja. Ah, da wurde End of Turn gefetcht für das... Ja. Wie heißt der Effekt nochmal? Surveil? Surveilland, genau. Steht auf meiner Wants-Liste. Ja, kann ich verstehen. Das sind wirklich cool. Die Surveillander sind ja auch super krass im Format auch reingekommen. Das Rot-Schwarze wird gespielt, das Grün-Schwarze wird gespielt. Habe ich jetzt in einem lustigen Nick Fit gesehen. Dass unter anderem halt diesen Reanimator Aspekt ein bisschen drin hatte. Mhm. Und dann halt statt plus die Green Sunsneeds halt die Sylvan Tutoren, die halt Kreaturen oben aufs Deck legen und die kann man dann wegzuwählen. Oh Gott, ja. Das ist großartig. So. Da ist kein weiteres Land. Da ist ein Brainstorm. Brainstorm findet Fetchland Wasteland. Wasteland ist auch sweet. Wasteland ist sweet. Ja. Der hat gerade schon mit 2 Ländern nichts gemacht. Wasteland ist sweet, dann mit Grief dabei. Du hast ein Bowmaster auf der Hand. Das ist schon, das kann schon echt. Ja, jetzt sein. Wasteland. Nächste Runde hast du das Land für den Bowmaster. Dann kotzt der Dingsspieler natürlich auch. Nochmal nachgeguckt, weil man hier falsch aufgelegt hat. Und dann, ja. Zack, Bowmaster. Ist man irgendwann zufrieden und Wasteland. Komm schon. Do it. Dann Beat für 3. Ja. Boah. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ist das hier für Tess ein einigermaßen okayes Matchup? Ich glaube nicht. Also Reanimator war nie gut für Tess, weil Tess macht halt so Turn 1,5, 1,7 und Reanimator macht ja eigentlich 1,3, 1,2, also in dem Moment, wo sie in Combo gehen. Und wenn ein Reanimator-Deck dann irgendwie auf einen Grizzlebrand kommt und hauptweise kann sie, das ist halt Müll, weil dann ist die Hand von Tess halt auch wieder kaputt. In diesem Fall mit Scaminator ist es halt noch mal eine Nummer schlimmer, weil hier tatsächlich ja noch Force und was nicht alles bei sind. Okay, während der Fetch am Stack ist, kommt der Bowmaster rein. Damit kein Daze kommt. Ja, vor allem, damit nicht in Response darauf gebrainstormt werden kann. Stimmt auch wieder. Das ist sehr sweet. Ja, also ich kenne das Matchup aus der Sicht von Pox halt, von ganz früher. Mm. Und da war halt immer, wenn du den Discard halten konntest, hatte Tess keine Chance. Pox hatte halt immer das Problem, du hast ewig gebraucht. Genau, das macht hier das Deck halt nicht. Hier das Deck haut halt sehr schnell tödlich zu. Ja, das macht schnell Boom. Ja. Ja, und du hast halt jetzt zum Beispiel noch die Option, trotzdem, der Grizzleband ist gar nicht da drin, ne? Nee. Das ist der Archon und die Atraxa drin. Genau, beziehungsweise in der Version, die da gespielt wird, ist auch nur eine Atraxa drin und eine Sheoldred, da ich zu dem Zeitpunkt nur eine Atraxa besessen habe. Sheoldred und Grizzlebrand, oh, ich werde gerade feucht. Das macht mega Spaß. Sheoldred und Grizzlebrand oder Sheoldred und One Ring machen, das sind einfach die lustigen. Ja. So, da wird einmal geschuffelt, dann wird gecuttet, wie sich das gehört, im guten Legacy, beziehungsweise im guten Magic. Und Ponder.
Ja, von Dark Red ist ein Gaia's Will und Fetchland. Nimmt man das Fetchland? Nimmt das Fetchland. Spielt das Fetchland, sagt Go. Dann, ja, das. Das sind halt jetzt schon 6 Schaden, die nächste Runde kommen. Mhm. Das ist schnell um. Mhm. Ja, vor allem jetzt mit Baumaster, das ist halt auch nochmal eine Nummer heftiger. Baumaster gibt man auf 9. Dann wird man für 7 gehauen, gibt man auf 2. Oh Gott. Das heißt, man kann zumindest noch fetchen. In response brainstorm? Nee, nee, also man darf hier keine Karte mehr ziehen. Das ist. Ja. Also man darf seinen Draw noch machen. Boah, ist das widerlich. Ich glaube, hier wird sogar jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, gefailed. Das ist mir aber, glaube ich, erst zu spät aufgefallen. Denn hier wird mit einem, ich glaube, blau-grün, ein rot-schwarzes. Nee, ist rot-grün. Nee, das ist rot-schwarz. Nee, ist rot-grün. Ja. Ist das rot-grün oder rot-schwarz? Das müsste rot-grün sein. Also sieht ziemlich rot-grün aus. Krass. Ja, meine Farbkünste. Farbenblind. Absolut farbenblind. Ich meine, es sieht nach rot-schwarz aus. Ich guck mal gerade im Dings nach. Ja. Regie, bitte helfen Sie uns. Ansonsten wird es irgendwie in den Kommentaren eh schon geschrieben haben. Da geht ein Ui. Weil das, wenn das rot-grün wäre, wäre Veil of Summer nicht weggegangen. Ja, das stimmt. Hier einmal ganz kurz, wie immer, Werbung. Vielen Dank für meine Patrons. Es werden immer mehr, deswegen auch sehr, 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 sehr cool. Danke, danke dafür. Wir haben jetzt neulich auch neue bekommen. Und ja, vielen Dank dafür. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. YouTube-Membership zählt auch. Habe ich bisher nur einen. Dementsprechend steht hier eine Person da. Game 2 am Sideboard. Ich glaube, Tess hat gar nicht so viel, was er machen kann. Mehr Veil. Ja, mehr Veil, ein bisschen Removal vielleicht. Und Scaminator. Boah, das Deck ist. Sideboard ist eigentlich so weit, da kann man eigentlich eine ganze Menge mitmachen. Ja. Ich glaube, da ist eine Menge, wird eine Menge Counter gefunden, drin sein. Rot-Schwarz? Hm? Hast du gefunden? Rot-Schwarz? Ist rot-grün. Das ist rot-grün, krass. Hm. Aber das wundert mich dann, dass der Veil halt weggeworfen wurde, letzte Runde. Man hätte ja mit Veil, dann hätte Baumaster nicht schießen können, hätte dann weitermachen können, versuchen können zumindest. Ja, ist halt die Frage. Aber, ja, natürlich krass. Ja, Scam. Kann viel finden, kann aber auch nichts finden. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was das Sideboard wirklich hergibt, weil. Ja, Force of Negation. Force of Negation. Force of Negation sind 2 im Sideboard, das ist richtig. Blaue Blasts. Weiß nicht, wie relevant die wirklich sind gegen Tess. Also, man kann sie reinnehmen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie relevant sie sind. Ja, du kriegst die Wishes. Die sind schon relevant. Ja, das ist richtig. Und rote Blasts. Ja, ich glaube, dass der kann sich nicht erlauben, rote Blasts zu spielen. Spielt ja grün Veil of Summer für. Stimmt, ja. Aber die Blasts sind halt gegen Scam halt auch kein Removal. Weil zumindest Mainboard keine blauen Karten. Ja, da ist keine blauen Karten. Dort. Dann. Das ist ein Reanimate und Entum, glaube ich. Da wird gepondert. Fetch Ponder. Will man. Geht man jetzt auf den Scam-Plan? Nö. Also, wenn man jetzt Ponder macht, macht man nicht Scam. Und wenn man Entum Reanimate auf der Hand hat, dann wird man jetzt vermutlich nächste Runde einfach Entum Reanimaten. Stimmt, starten ja. Force of Negation. Ja, willst du haben? Ja. Und Force of Will, glaube ich, war da sogar bei. Oh, das ist natürlich immer so sweet. Ne? Du hast 2 Karten auf deiner Hand, die du gleich protecten kannst. Mm. Und du hast den Counter für den Gegner. Ja, das ist ein Force of Will. Heißt, deine Hand sagt eigentlich, töte mich nächste Runde oder du hast ein Problem. Und dann wüsste ich noch nicht mal, worauf ich gehe. Da ist ein Thoughtseize tatsächlich. Thoughtseize, Fetchland, Ponder. Also, die Epic Storm Tess ist halt ein Combo-Deck, was halt versucht, in einer Runde ganz viele Spells zu spielen. Und das ist halt manchmal einfach nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Mhm.
ist halt in Legacy einfach durch die Petals und so weiter. Und Light by Diamonds, her. Ja. Und durch Gaia's Will und Besieged Mirror. Also Gaia's Will sagt ja, du kannst alles aus deinem Friedhof casten, ne? Oh, ja. Und ein Troll und ein Force plus Pitch. Boah. Könnte man einfach das Reanimate nehmen? Das würde die Hand immens slowen. Ja. Ich glaube, ich würde hier das Reanimate nehmen. In den Force plus Pitch kannst du entweder gewollt reinrennen oder dir sagen, ich habe ein Veil oder so. Ich würde das Reanimate nehmen. Ja. Endum Reanimate nehmen, so ist einfach zu strong. Ja, was würdest du holen? Weil du hast es. Taxa. Ja, wollte gerade sagen, weil Grief macht jetzt nicht mehr so viel, er ist Turn 1 Sweeter und Atraxa macht da halt die Hand wieder voll. Ja, Atraxa holt dir vor allem auch Enchantments, kann dir auch noch einen Grief holen, das heißt, du kannst Atraxa into Grief teilweise machen und so weiter und so fort. Ja. Holt dir manchmal auch die Black Card dafür. Also es ist, ja, und gibt dir Leben, das kann gegen Tess halt auch super sein. Genau, deswegen, gerade wenn man das Reanimate spielt, das ist halt sehr schnell auch mal um. Die Atraxa schlägt für 5, 6? 7. 7. Wow. Ich meine, die wäre 7-7 oder 6-6. Das kann die Regie 7-7 ist sie. Dementsprechend, da wird es Entomb genommen. Auch spannender Faktor. Ja, aber der Troll mit Reanimate macht halt auch schon wieder was. Ja, gegen Tess ein bisschen schwer langsam, oder? 3 Runden Clock und du hast einen Counter auf der Hand. Ja, das stimmt. 2 sogar. Du kannst halt jetzt hergehen, kannst pondern und kannst End of Turn den Troll cyclen. Oder du gehst jetzt auf den Troll, damit du nächste Runde zuhauen kannst. Man hat halt auch noch den Baumaster, ne? Stimmt auch wieder. Den Baumaster kann man auch einfach droppen. Wie auch hier gemacht wird, ja. Der Baumaster macht halt erstmal nicht so viel Pressure, verhindert aber, dass irgendwelche fiesen Sachen kommen, die halt versuchen, Cut zu ziehen. Denn mit dem Thoughtseize hat er ja schon bewiesen, er hat wahrscheinlich Thoughtseize, er hat sogar auf der Hand. Thoughtseize, Dark Red, Gedöns, da versucht, geht theoretisch eine Menge. Ist halt die Frage, mit dem LED kannst du halt auf die Draw 7 Schiene gehen. Ja. Mit dem Bowmaster nicht mehr. Das ist genau die Richtung. Also, das ist genau der Punkt, weshalb das hier, glaube ich, auch einfach gespielt wurde. Es macht halt extrem viel. Ich finde es halt spannend, dass das Entomb genommen wurde. Ich meine, ja, Skeminator hat eine Menge Reanimate Spells im Deck, aber Game 2 sind da zum Beispiel Animate Dates ja auch nicht mehr drin. Nee, du brauchst ja irgendwie Platz. Ja. Da kommt ein Wish. Burning Wish. Ja, never counter the Tutor. Nö, Witch auch nicht. Der holt ja kein Veil. Nee, kann er nicht. Ja. So, er wird wahrscheinlich, da ist ein Thoughtseize im Sideboard. Ja, da kommt das Thoughtseize. Und dann kotzt er, weil er 2 Counter und einen Blue Pitch sieht. Ja, das ist richtig. Du weißt halt haargenau, der spielt jetzt das Thoughtseize und wird sich richtig in den Arsch beißen. Ja. Ja, vor allem, weil er jetzt fetcht, nochmal 2 Damage nimmt und so weiter und so fort. Das wird jetzt richtig weird. Ich würde dann wahrscheinlich von der Hand wahrscheinlich das Force of Negation nehmen. Aber ich halt glaube, dass Force of Will für 5 Mana schwerer zu hardcasten ist. Und Force of Negation könnte man sogar hardcasten nächste Runde. Force of Negation kannst du hardcasten. Da ist halt der Parsis, Force of Will macht Creatures. Okay, und Creatures sind irrelevant. Ja, ja. Von daher. Ja, ja. Und da der Parsis, dass er in seinem Zug, also dass der Skeminator in seinem Zug was countern könnte, ist total egal. Ja. Also Tess geht nicht über Instant-Sachen, sondern immer über Sorcery. Dementsprechend, ja. Das ist ja das kein... wird jetzt wirklich wehtun, dem Testspieler. Was hat nochmal im Gegnerzug gemacht? Snap Hightide, ne? Ja. Snap Hightide, also generell Hightide ist ja immer im Gegnerzug, mit Reset genau zu sein. Ach, Resetto. Naja, das gute Resetto. Also nicht Risotto, sondern... Ja, dann... Kauzis. Da wird bereitwillig runtergelegt. Oh, sogar den Assi-Move. Ganz sogar zum Schluss. Sogar den Assi-Move. Ganz zum Schluss. Oh, ist das widerlich.
Ja, okay, ist aber noch nichts großartig passiert. Der Bowmaster macht ein bisschen Pressure, 7 Runden. Ha. Du nimmst jetzt. Das Problem ist, du kannst halt eigentlich du musst einen Force nehmen, sonst kommst du nie da durch. Ich war gerade überlegen, bist du so kackendreist und nimmst den Ponder? War ich auch am überlegen. Das Problem ist, das macht halt, wenn du jetzt einen Landdrop oder so hast, direkt was ganz anderes. Ja, aber wenn er jetzt einen Landdrop hätte, hätte er safe kein Blaupatch gezogen. Hätte aber einen Force of Negation immer noch. Mhm. Ja, ja, aber. Das ist ein Troll-Cycling. Reanimate? Ja, aber geht man echt für Reanimate runter? Ich meine, man hat damit keine Two-Turn-Clock. Ja, okay, zwackt halt auch 6 Leben, ne? Das ist eine Menge weniger Storm. Mhm. Das ist halt auch das, was man in dem Moment berechnen muss. Tess braucht weniger, um einen zu töten. Das ist richtig. Tess ist generell ja, The Epic Storm ist ja generell so ein Deck, was halt wirklich schnell töten kann, ohne dass man aus diesem Winkel teilweise denkt, dass es tut. Hier wird der Troll geholt. Spannend. Geht mal runter auf 12. 12 ist halt nicht hoch. Nee. 12 sind 6er Storm, 5er Storm plus ja. Der Spell. Also man ist mit dem Ding schon sehr sicher. Boah. Ne, ist eigentlich. Boah. Von, ne? Boah, da siehst du halt schon wie. Gaia's Will wieder, Tendrils und was anderes. Es ist halt Dark Red into den Ding. Ich glaube, das ist ja schon. Okay, wird geschaffelt. Weil jetzt nämlich genau die Sache, manchmal kann man halt den Spell halt auch baiten. Mhm. Und wenn jetzt halt irgendwie ein roter Tutor oder so gezogen wird, dann könnte das richtig mies werden. Hm. Aber LEDs macht halt auch nur ein Spell. Dementsprechend ist es echt, glaube ich, noch enger, als man denkt tatsächlich. Ja, ich war gerade am überlegen, halt so einen kleinen Storm zu machen, aber ne. Da war, ich hab's nicht gesehen. Irgendwas, was Schwarzes, glaube ich. 12 Leben ist halt auch nicht hoch. Ja, eben. Weil also jetzt bei 11, 1, 2, 3, 6 sind 9, hat man noch 2 Leben, kann man nächste Runde was machen. Würde hier noch eine Runde abwarten. Okay. Man ist noch nicht tot. Und ich glaube, das passiert auch nicht so schnell. Genau. Aber spielt der nicht sogar Peer into the Abyss oder so auch? Im Sideboard, ja. Okay. Also mittlerweile sieht Tess halt so skurril aus. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Zwischenzeitlich war es ein pures Artefakt-Deck. Hat damit auch nichts mehr zu tun. Nö. Und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich krass. Ein Surveillant. Das macht eigentlich gar nichts. Außer getappt ins Spiel zu kommen. Ja, was ein bisschen bitter ist. Dark Red. Du kannst halt jetzt nochmal Leben dir zaubern. Aber dann ist dir halt naja, auch man nichts. Kann jetzt Dark Red machen. Ja, erstmal surveillen. Und zu gucken, was drauf ist. Man hat, glaube ich, auch noch einen Ponder, oder? Boah. Das Land geht weg. Nee, Thoughtseize. Thoughtseize ist leider Müll. Thoughtseize ist leider Müll. Ui, Days. Days. Das oh, ist Fun das Days, bitter. Weil jetzt kann halt danach nichts mehr gespielt werden, wenn jetzt ein Ding gespielt wird. Wird noch ein LED gespielt, dann spielt man den. Und jetzt muss man halt überlegen, was der Gegner hat, wenn jetzt halt irgendwie der denkt, der spielt oder so. Dann kann man, also man kann hier den nicht durchgehen lassen. Wenn er jetzt irgendwas hat zu machen, dann wäre es halt ganz sweet. Aber hat er nicht. Der letzte Handcard ist ein Thoughtseize. Thoughtseize ist tödlich. 2-0 für Scaminator. Und man hat noch die Schilder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.